Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Dominik Schmuck. Die Überraschung bei den deutschen Meisterschaften. Was er von Simon Schemp lernt und ist er das neue Gesicht im Weltcup? Komm immer näher an den Weltcup, Hendrik, ne? Also bald ist es schon wieder soweit. 4 Wochen sind es noch, ungefähr über den Daumen gepeilt. Ja, und ich habe auch gesehen, bei den Norwegern geht es schon früher los, ne? Die sind schon in Schön jetzt die nächsten Wochen. Johannes Dingsbø hatte da einen Countdown mit 18 Tagen oder sowas. Also es geht bald los auch schon da wieder. Ich erinnere mich noch an das letzte Jahr mit ein paar Nationen dabei, ne? Aber es sind ja dieses Jahr nur Norweger da. Ich glaube, Franzosen sind auch da in diesem Jahr, aber ich weiß nicht, wer sonst noch am Start ist. Okay. Diesmal keine Deutschen. Ja, letztes Jahr war das Feld auf jeden Fall sehr stark da, ne? Kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber was ist sonst so passiert, Hendrik? Eigentlich gar nicht viel, ne? Also wir sind zwar kurz vorm Weltcup, aber es geht irgendwie gar nichts im Moment. Ja, zumindest in den letzten Tagen nicht. Ich habe mal auf Instagram gesehen, Lisa Theresa Hauser präsentiert den neuen Rennanzug von Österreich. Könnte man quasi bei der Bundeswehr anziehen, oder? Er hat nämlich so ein bisschen Camouflage-Muster auch, ne? Überwiegend schwarz, also es fällt auf, dass sehr, sehr viel schwarz in dem Anzug ist. Aber hier und da kommen natürlich die österreichischen Farben ins Spiel. Sieht sehr, sehr technisch auch so ein bisschen aus, ne? Ja, schwarz-rot-weiß, wie man es halt gewöhnt ist von den Österreichern, ne? Mhm. Mal sehen, ob es was bringt, ob das dann einen Unterschied macht. Ansonsten noch Meldungen aus Oberhof, die ja in diesem Jahr 2 Weltcups austragen werden, übernehmen ja für Ruppolding, weil sie ja gesagt haben, dass sie die Weltmeisterschaft 2023 austragen werden und deshalb als Generalprobe hier auch dann die beiden Weltcups austragen wollen und das nicht ausfallen lassen wollen. Mhm. Soll aber angeblich auch mit einigen Miesen versehen sein, diese Austragung nämlich. Insgesamt sollen ca. 1 Million Euro Minus dann auf dem Konto stehen, die machen, durch diese Weltcups, weil eben die Ticketverkäufe ausbleiben, beziehungsweise die Zuschauer, ne? Ja gut, man hätte natürlich davon ausgehen können, dass die Ticketverkäufe deutlich zurückgehen, ne? Keine Frage, weil halt auch gar nicht so viele Zuschauer zugelassen werden. Ich weiß gar nicht, wie viele zurzeit Stand jetzt zugelassen werden. Ich glaube, Stand jetzt sind es 9.000, aber jedenfalls eine Absprache mit der Regierung wird es wahrscheinlich deutlich weniger dann werden, doch. Mhm. Normalerweise sind es ja so 25.000, die man da erwartet im Stadion an der Strecke. Also ich denke, am Ende kann man froh sein, wenn überhaupt welche da sind. Ich glaube auch, da muss man sich echt mit jeder Zahl, die da abgesegnet wird, zufrieden geben. Aber das ist echt so in die Millionen geht, hätte ich nicht gedacht. Ja, ist schon heftig, ne? Also sie selber haben auch gesagt, dass sie es nur machen, weil sie eben der IBU auch ein gutes Zeichen geben wollen für 2023 für die Weltmeisterschaft. Weil wenn man jetzt abgesagt hätte, dann wäre das eben ein schlechtes Zeichen gewesen als Austragungsort für die Weltmeisterschaften und ja, hätte sich dann vielleicht negativ ausgewirkt in der Zukunft. Mhm. Ja, auch dann überhaupt nochmal zum Weltcup zugelassen zu werden, ne? Also dass man dann trotzdem noch Weltcup-Austragungsort bleibt. Ja, ich glaube sowieso, Oberhof relativ schwierig manchmal, weil ist ja auch schon mal ausgefallen vor ein paar Jahren, ne? Mhm. Und Ruppolding hatte da übernommen und im letzten Jahr wissen wir auch noch, dass teilweise Schneeprobleme da vorhanden waren, ne? Also es war, also teilweise war der Untergrund ja relativ von Steinen freigelegt, also ja. Ja, da auf Schotter oder Stein gelaufen statt auf Schnee. Mhm. Und ein Teil der Strecke war ja auch abgesperrt, weil da kein Schnee lag. Ja, da ist natürlich das bekannte Thema des Schneemangels auf jeden Fall ausschlaggebend. Und ja, wir werden mal sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Ne? Denn ich denke mal, dass das mit dem Schnee in Deutschland generell über Jahre gesehen eventuell auch ein Problem sein wird. Ne? Oder noch ein größeres Problem sein wird. Und dann hast du natürlich die Lenze Heide oder Schön, die da noch anstehen, ne? Die man auch nehmen könnte als Austragungsorte. Mhm. Also ja, muss man sich natürlich beweisen, kann ich schon verstehen, dass sie es dann durchziehen. Ja. Aber unser heutiger Gast, der hat auch für Aufsehen gesorgt in letzter Zeit, oder Hendrik? Ja, der hat durchgezogen, muss man sagen, so wie du jetzt gerade schön formuliert hast. Dominik Schmuck hat ja quasi so sein eigenes Sommermärchen geschrieben, wenn man es auf den Fußball überträgt. Hat bei den deutschen Meisterschaften ganz gut abgeräumt, ne? Gold, Silber in Einzel und Sprint. Mhm. Also großes Ausrufezeichen. Ja, großes Ausrufezeichen gesetzt und hat damit natürlich auch ziemlich überrascht, weil damit hatte keiner gerechnet. Ich glaube, den Namen kennen auch höchstens erst die Leute seit der deutschen Meisterschaft, wenn sie das eben verfolgt haben und vorher vielleicht gar nicht so sehr. Außer die Leute, die im IBU Cup ein bisschen unterwegs sind. Mhm.
Aber ich denke, das könnte sich jetzt ändern. Der Junge hat die Chance, in den Weltcup einzusteigen, ne? Ganz genau, er fährt mit nach Finnland, aber wir wollen auch gar nicht so viel verraten. Also alle Details findet ihr natürlich in der Folge jetzt, im Gespräch mit dem Dominik. Ja, ich bin echt gespannt, wie er sich macht und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, weil das wäre echt mal wieder spannend im deutschen Team, da ein neues Gesicht zu sehen. Ja, auf jeden Fall immer gut, wenn die Konkurrenz von unten wieder drückt. Und das kommt noch dazu, ja. Und das Geschäft belebt, ne? Also genau. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein und mal gucken, ja, wie es dann am Ende ausgeht für den Dominik. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in die Folge und hören uns an, was er uns zu sagen hatte. Ja, viel Spaß dabei. Ja, dann heute bei uns zu Gast Dominik Schmuck. Hallo Dominik. Hi, grüß euch. Hallo Dominik. Hi. Ja Dominik, letzte Woche warst du noch auf Schnee unterwegs, ne? Heute fast 20 Grad. Wird man da nicht ein bisschen verrückt? Ja, das stimmt tatsächlich. Also wir Sportler, wir schauen schon mal einen Wetterbericht, wie das Wetter wird die nächsten Tage. Aber es ist schon verrückt gewesen heute. Also heute waren wir Bergrollern und ein paar Kollegen sind dann schon mit kurzer Hose gekommen, also ja, dann tatsächlich ein bisschen verrückt. Wie waren denn so die ersten Schneekilometer für dich jetzt in diesem Winter? Ja, richtig cool, also man freut sich natürlich immer wieder, dann wieder zurück auf Schnee zum Seil. Wir waren ja eben am Dachstein auf Schnee, sind wir besonders da oben, weil es ja ziemlich hoch ist da oben, aber ja, prinzipiell immer wieder cool, zurück auf Schnee zum Seil. Die Roller wieder mal im Auto zum Lassen und einfach die Ski auszupacken. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Dominik, bevor wir hier ins Gespräch verfallen, sind es unsere Zuhörer gewohnt, dass die Gäste sich erstmal vorstellen und bei dir ist es, glaube ich, ein kleiner besonderer Fall. Ja, erzähl doch einfach mal, wer du bist und was du eigentlich machst. Okay, genau. Also ja, Dominik Schmuck, wie ihr zwei schon gesagt habt, mache auch Biathlon, bin bei der Bundespolizei angestellt und habe da meine Ausbildung 2017 abgeschlossen, erfolgreich, Gott sei Dank, und bin jetzt quasi freigestellt für den Sport und ja, probiere, dass ich mich oben bei den Großen im Weltcup festigen kann und ja, gehe somit also auch Leistungssport Biathlon nach, komme aus Bayern und trainiere am Stützpunkt Ruppolding. Kurzfassung, oder muss es jetzt ausführlicher sein? Nee, das reicht schon. Glaubt ihr, Fragen? Okay, perfekt. Das passt. Und uns interessiert aber noch, wie denn du dann letztendlich beim Biathlon gelandet bist. Okay, ja, also angefangen habe ich eigentlich tatsächlich über das Langlaufen und habe dann parallel im Sommer noch immer Triathlon gemacht, habe das so ein bisschen als Training genutzt und damals an der Schule, also ich war bei uns im Nachbarort an der Schule, der Sportschule, ja, da war ein Trainer, war Triathlon-Trainer und der hat gesagt, ja, Schmuckgeil, so mein Spitzname, möchtest du das mal ausprobieren? Und bis dahin war mir tatsächlich noch unklar, was ich eigentlich mal machen möchte. Also ich habe schon gewusst, dass ich irgendwie im Sportbereich bleiben möchte, war mir da aber noch selber gar nicht so sicher, ob ich Triathlon machen möchte als Profi oder halt Biathlon oder Langlauf. Habe mich dann letztendlich für den Wintersport entschieden und habe dann quasi über den Langlauf mit 16 Kleinkaliberschießen angefangen und bin letztendlich im Biathlon gelandet. Ist ja relativ spät dann auch wieder so ein Wechsel, oder? Naja, es ist gegangen. Also es gibt eigentlich zwei Ansichten. Entweder man sagt, man fängt als Schüler schon an mit dem Luftgewehr oder meine Einstellung war so ein bisschen, ich sammle erstmal die Kilometer und lasse meine Technik vielleicht ein bisschen ausbilden und wechsle halt dann mit 16 aufs Kleinkaliber. Und das ist ja prinzipiell schon ein großer Unterschied, Luftgewehrschießen zum Kleinkaliberschießen. Und somit hat sich das eigentlich sehr gut angeboten dann. Ja. Was hat denn letztendlich dann für Biathlon gesprochen, wenn du vorher auch Triathlon gemacht hast? Naja, ich glaube schon, dass ich so gemerkt habe, dass da die Leidenschaft nochmal ein Tick größer ist. Zudem kommt natürlich, dass bei uns in Bayern der Wintersport schon nochmal ein Tick besser gefördert wird. Für mich hat sich dann halt die Chance ergeben, an die Bundespolizei zu gehen. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Aber nach wie vor bin ich sehr Triathlon begeistert und möchte unbedingt da mal wieder einen mitnehmen oder mitmachen. Genau. Aber eher nur noch so hobbymäßig, denke ich dann mal, oder? Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass bei uns ja im Sommer die Deutsche einfach als Qualifikation zählt, wenn man sie noch nicht gefestigt hat. Und somit ist das natürlich erstmal so der Schwerpunkt. Und falls sich das aber mal ändert, dass ich mich irgendwie festigen kann, die Quali oder die Deutsche einfach nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, dann würde ich schon mal wieder gerne im Sommer einen Triathlon mitmachen. Ja, und bis zur deutschen Meisterschaft, die jetzt vor kurzem war, warst du ja noch ein recht unbekanntes Blatt, würde ich sagen, im Biathlon. Aber bevor wir zur deutschen Meisterschaft kommen, gucken wir doch erstmal, wo du bisher so unterwegs warst, denn
Fangen wir mal mit deinem ersten internationalen Biathlonrennen an. Weißt du noch, wann das stattgefunden hat und wo das war? Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei den Junioren war. Ja. Oder Jugend sogar, Jugend war ich dann. Oder bin ich bei den Junioren, ich denke in Weißrussland, in Minsk gestartet. Genau, ja. War richtig. Katastrophe. Warst du da nicht zufrieden? Weil du bist hier im Einzel 50. geworden, im Sprint 64. und in der Staffel immerhin noch 4. Ne? Also ja, eine Bombe. Persönliches Ende auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ja, das Ding war, ohne dass jetzt Ausrede sein sollen, da war auch eine Woche, glaube ich, vorher Qualifikation in Oberhof. Aha. Da war ich eigentlich richtig gut. Bin dann krank geworden und wollte natürlich das erste internationale Rennen schon bestreiten. Problem war dann so ein bisschen, dass ich als Junior bei den, nein, als Jugendlicher bei den Junioren gestartet bin, also eine Stufe höher. Ja, genau. Und ja, da ist dann einfach vieles zusammengekommen. Aber ja, vielleicht war ich da einfach auch noch nicht so weit, körperlich oder mental, deswegen. Ja, man sieht halt schon, dass diese Ergebnisse zustande kommen. Man sieht halt einfach, es lag auch an den Fehlern, ne? Also im Einzel 6 Fehler, im Sprint 3, dann kann man natürlich vorne nichts reißen, ganz klar. Aber weißt du noch, was die Ergebnisse damals mit dir so gemacht haben? Hat sich das eher so runtergezogen oder war es vielleicht dann doch eine Motivation, um zu sehen, ja, da muss ich mal hin oder so oder hier und da sind auch so Schrauben, an denen ich drehen muss? Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, als junger Sportler ist dann schon schwierig, das so einschätzen zu können. Ja. Man sieht einfach einen riesen Rückstand nach vorne. Da waren natürlich Personen wie die Claude-Brüder dabei, die jetzt auch schon mittlerweile im Weltcup haben. Die haben ihren Weg gut gemacht. Aber so als junger Sportler ist es schon schwierig einzuschätzen, ob man das überhaupt schafft und wie man es schaffen kann. Aber es ist natürlich schon interessant, mal zum sehen, wie da die Post abgeht und was die Sportler dann vielleicht anders machen. Ja, klar. Ich kann mir vorstellen, über deine zweite JWM sprichst du ein bisschen lieber, denn die war ja 2017 in Brezno. Und ja, da konnten sich die Leistungen schon sehen lassen, oder? Im Einzel der 13. Platz, im Sprint der 14., im Verfolger wieder der 13. und sogar mit der Staffel die Bronzemedaille geholt. Also hast dich ordentlich gesteigert, oder? Ja, die JWM war dann tatsächlich besser. Mhm. Natürlich mag man als Junior so bei seiner letzten Juniorenweltmeisterschaft irgendwo eigentlich im Idealfall eine Medaille holen und das war auch unser Ziel. Das hat dann mein Teamkollege damals geschafft, der David Zobel. Mhm. Ist dann schon schwierig, wenn man das Ziel nicht so erreicht, weil das eigentlich so ja, im ganzen Team das Ziel ist. Aber natürlich waren die Ergebnisse dann durchaus solide und da hat auch das Schießen besser passt. Und ja, wie ihr gesagt habt, in der Staffel hat es dann noch ganz gut passt, dass man einfach mit dem Team was zum Feiern hat. Und somit war das dann, denke ich, ein ganz guter Abschluss vom Juniorenbereich. Ist denn die Bronzemedaille heute noch was, an das du dich gerne erinnerst? Denn wir haben gesehen, du musst auch eine Strafrunde laufen, ne? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, man sieht es auch, wenn man so all die Fotos so schaut, da schaue ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Okay. Deswegen, klar, man hat die Medaille daheim im Schrank hängen oder mittlerweile bei der Mama daheim. Aber ja, Medaille ist Medaille und ich glaube schon, das ist einfach so eine Belohnung für die komplette Arbeit, die man heute geleistet hat. Auch wenn es dann in dem Rennen bisschen, oder nicht ganz so aufgegangen ist bei mir. Ja. So gemischte Gefühle dann. Ja, und wir haben natürlich auch geguckt, wie es dann so bei dir weiterging, ne? Und wir haben gesehen, Dominik, 2017, 18, was war da los? Da ist kein internationales Rennen von dir gelistet. Gut informiert. Ja. Nee. Ja, dann war natürlich Herrenbereich. Da habe ich dann auch im Sommer noch die Ausbildung bei der Bundespolizei abgeschlossen. Und da ist ähnlich wie so, oder für mich war es dann ähnlich wie die erste JWM. Dann trainiert man auf einmal mit dem Cem Simon und sieht, hey, da der Vorbild, das trainiert jetzt nicht mit dir. Da habe ich tatsächlich einige Fehler gemacht da im Training. War ich wahrscheinlich ein bisschen zu motiviert. Mhm. Ja, und die Sache mit dem Kopf hat, glaube ich, bei mir tatsächlich schon eine große Rolle gespielt, weil ich mich dann auch mit den Großen gleich verglichen habe. Wie gerade gesagt, Simon Schemp bei unserem Stützpunkt, Johannes Kühn, Philipp Navrat, das natürlich alles vor allem läuferisch richtige Maschinen sind. Auf jeden Fall. Und wenn man das dann sieht als Junior und da vielleicht ein paar Einheiten zu viel mitzieht bei den Großen, dann kann das mal ganz schnell nach hinten losgehen. Kann zum einen sehr motivierend sein, aber ja, ist auch ziemlich gefährlich dann. Also du konntest dann körperlich nicht mehr die Leistung abrufen, weil du, sagen wir mal, im Übertraining warst oder so? Ja, also ganz so schlimm war es nicht, aber man hat halt dann, oder ich habe halt dann gemerkt, hey, ich muss eigentlich jetzt mal fast 0-0 schießen, dass ich da vorne irgendwie reinkomme. Ja. Dann
wie ich vorher gesagt habe, dass die Qualifikation im Sommer immer ist. Und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, dass du über den Winter wieder oben reinkommst. Das war so ein bisschen die Gründe vielleicht. Und du warst dann wahrscheinlich eher mal so im Deutschlandpokal dann unterwegs, ne? Genau, eigentlich die ersten zwei Winter. Ja. Mhm. War dir dann trotzdem klar, dass du noch Profi-Biathlet werden willst? Denn du warst ja dann schon bei den Senioren und da muss man dann irgendwo den Schritt so Richtung IBU oder Weltcup langsam schaffen, ne? Ja, klar, man war schon, wenn man mal schaut, so wie die Athleten früher, ab welchem Alter die schon im Weltcup waren, dann wieder der Vergleich, also das macht es natürlich dann nicht leichter. Und ja, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, man schaut dann schon, in dem und dem Alter waren die damals schon so weit, jetzt müsste ich eigentlich auch schon im IBU Cup sein oder tatsächlich schon im Weltcup. Man zweifelt dann da so ein bisschen und das macht halt das Ganze nicht einfacher. Ja, für mich war aber immer Priorität einfach weiter trainieren. Ich habe gewusst, auch im Training kann ich richtig gute Leistungen abrufen. Wenn ich das mal rüber in den Wettkampf bringe, was ja immer die große Kunst ist, dann konnte es schon was werden. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt dann auch an der Stellschraube mental vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet habe oder da ein, zwei Stellschrauben gestellt habe, bin ich allgemein ruhiger geworden, habe mich mehr auf mich verlassen können, habe vielleicht dann durch gute Trainingsleistungen mehr Selbstbewusstsein gekriegt und somit habe ich das dann auch letztendlich im Wettkampf rüberbringen können. Aber Verletzungen oder so, davon bist du verschont geblieben bisher oder in der Zeit auch? Gott sei Dank, ja, bis jetzt schon. Ja, sehr schön. Ja. Aber 2018-19 in der Saison war es dann soweit. Für dich ging es in den IBU Cup und dein Debüt auf der Lenzer Heide. Mhm. Aber da musstest du allerdings auf Johannes Dahle oder Fabian Claude und auch Philipp Horn blicken, ne? Die in dem Rennen oder in den Rennen ziemlich weit vorne lagen. Hast du die auch heute noch im Blick? Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile oder jetzt nach der deutschen Meisterschaft war ja Philipp Horn mein Teamkollege. Mhm. Oder ist er ja momentan. Ja. Ja, wir haben da schon alle so in Deutschland schon auch im Kontakt oder natürlich dann bei den Lehrgängen trifft man sich sowieso und kann sich dann austauschen, wie man vielleicht besser wird und vor allem auch von denen, wo die Großen einfach viel lernen. Ja, und letzte Saison bist du 19. im IBU Cup gewesen. Das heißt, du wurdest häufiger mal eingesetzt, ne? Hast hier wirklich mehr Rennen gemacht und warst auch bei der EM dann in Minsk dabei. Also das waren so deine ersten konstanten internationalen Einsätze bei den Senioren. Und was würdest du sagen, waren jetzt so die größten Learnings für dich so aus der letzten Saison? Ja, auf jeden Fall, dass man einfach, egal wie es gerade läuft, konstant halt weiterarbeiten muss. Ja. Also wie jetzt, also jetzt meine ich, die deutsche Meisterschaft ist gut gelaufen, aber letztendlich musst du trotzdem wieder jeden Tag trainieren, deine Kreise ziehen und auf die Scheiben schießen und das bestmöglich versuchen. Und ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, einfach konstant zu arbeiten und halt auch konstante Leistung zu bringen. Also man sieht es ja oben im Weltcup, wie die einfach bei jedem Rennen wieder topfit und voll fokussiert dastehen und das musst du halt einfach jeden Tag im Training und außerhalb einfach leben und nur so, glaube ich, funktioniert das Ganze. Bist du denn selber zufrieden mit deiner letzten Saison? Hast du dir das so erträumt, dass es so läuft? Mit vergangenem Winter jetzt? Ja, genau. Ja, also da war ja auch wieder Qualifikation, Deutsche Meisterschaft, da habe ich ein schlechtes Wochenende gehabt am Aber. Das zweite Wochenende in Ruppolding war eigentlich schon besser. Ja. Habe da im Langlauf, im Speziallanglauf zeigen können, dass ich läuferisch eigentlich schon auch mithalten kann vorne. Und das hat mir schon ein Stück weit Hoffnung gegeben. Und dann eben über gute Winterrennen, Alpencup und Deutschlandpokal in die Bio-Cup reinkommen. Mhm. Und so hat das eigentlich nach und nach für mich aufgebaut und hat sich halt ein Stück zum anderen ergeben. Somit war ich dann letztendlich schon sehr zufrieden mit der Saison. Also klar, die Top-Ergebnisse haben immer noch gefehlt. Ja. Aber ich habe halt gesehen, dass ich eigentlich dann doch auch konstant einfach gute Leistungen bringen kann, vor allem auch am Skistand. So die Trainingsleistung auch gut rüberbringen habe können. Und somit war ich dann letztendlich schon zufrieden. Mhm. Du hast ja eingangs gesagt, du willst dich im Weltcup-Team festigen bei deiner Vorstellung. Und ich würde sagen, mit der deutschen Meisterschaft ist dir das vielleicht der erste Schritt zumindest schon mal dazu gelungen. Denn das war bisher so dein Highlight, kann man schon sagen. Ne? Also in Altenberg jetzt vor ein paar Wochen waren viele große Namen dabei, wie man das in Deutschland so kennt. Also Arndt Peiffer, Simon Schemp, Benedikt Doll, hast du ja eben auch schon genannt. Und du holst hier einfach mal bei drei Rennen Gold und Silber. Also sehr überraschend für die meisten, aber war es auch für dich so überraschend? Ja, doch ein Stück weit schon. Also ich habe zwar schon im Sommer wieder, wir haben da so unsere Tests, Laufbahntest und Fünf-Streckentest, wo Schemp und Kühn und so einfach Ergebnisse stehen haben. Da habe ich eigentlich schon gesehen, dass ich gut drauf bin.
Aber wie ich vorher schon mal gesagt habe, das eine ist halt einfach das Trainingsergebnis und das andere ist dann mit der Startnummer rum beim Wettkampf. Also ganz sicher war ich mir nicht, dass das alles so aufgeht, mhm, und war dann doch relativ überrascht, dass ich im Einzel mit 4x0 durchkomme und vor allem, dass ich halt dann im Sprint nochmal einen draufsetzen habe können. Ja, so rückblickend, also habe ich es mir eigentlich nie so vorstellen können. Und ja, ist doch alles ziemlich gut aufgegangen dann. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich finde, das kann man auch so bezeichnen bei der Silbermedaille im Einzel und der Goldmedaille im Sprint. Wie liefen denn die deutschen Meisterschaften in den Jahren zuvor? Du hast es jetzt eben schon mal ein bisschen angeschnitten. Warst du da auch schon ganz gut unterwegs? Also so die ersten ein, zwei Jahre, wo ich im Seniorenbereich war, war vielleicht von den 4, 5 Rennen ein, zwei Rennen dabei, die ganz in Ordnung waren, der Rest aber so medium. Und da hat man einfach schon noch gemerkt, dass der Rückstand läuferisch einfach nur da ist. Letztes Jahr, wie gerade gesagt, also ein Teil war überhaupt nichts, da habe ich nicht gut schießen können, am Aber war das. In Ruhpolding hat es dann schon wieder besser funktioniert, auch im Massenstart und im Speziallanglauf, wo so ein paar Lichtblicke einfach da waren. Ja, so gesamt betrachtet hat sich das dann einfach so die letzten Jahre so ein bisschen aufgebaut, dass ich mich, glaube ich, einfach als kompletter Biathlet halt ja in die richtige Richtung formen habe können. Ja, du hast ja gerade auch schon die Laufbahntests angesprochen mit Simon Schemp oder Johannes Kühn, die da Zeiten vorlegen. Kommst du da mittlerweile dann an die Zeiten ran von den beiden? Ja, eigentlich schon. Also im Sommer war jetzt ein 5-Strecken-Test, das heißt halt 5-mal die gleiche Runde in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Laktatbereichen. Ja. Und da habe ich dann schon einmal die beste Zeit machen können. Das bewegt sich alles im Sekundenbereich und ist auch schon ein Stück weit aussagekräftig, aber letztendlich ist das eine Runde und wir haben ja zu der Zeit alle einen verschiedenen oder unterschiedlichen Trainingszustand. Deswegen ist es dann schon immer schwierig zum sagen oder eine Prognose abzuschließen. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich da schon einmal mitlaufen. Also ich mag jetzt nichts verschreien und das soll jetzt auch nicht irgendwie hochnäsig klingen, aber ich glaube, dass ich durchaus mal im Training oder im Wettkampf da schon mitlaufen kann. Ja, ich denke, das muss ja auch sein, wenn du im Weltcup dann dabei sein willst. Ja, ne? Beste Voraussetzung, ja. Aber hast du denn auch im Training, in der Vorbereitung jetzt irgendwas umgestellt oder so, dass du sagst, du bist jetzt auf das Level dadurch gekommen oder sowas? Ich glaube einfach auch, dass ich halt jetzt über die Jahre die Trainingsumfänge besser verkraftet habe. Ja. Und habe da schon mit meinem Trainer, mit dem Krug Remo vom IBU Cup einfach einen Plan halt aufgestellt. Und den haben wir dann also durchgezogen, haben vielleicht ein, zwei neue Sachen ausprobiert, mal mit Bahnläufe oder an das Kraftprogramm, das macht ja dann doch auch was aus, einfach, das merkt der Körper einfach. Und habe dann aber tatsächlich, auch weil ich halt komplett gut durchgekommen bin im Sommer, das schon gemerkt, dass ich mich körperlich richtig gut fühle. Ja, also wir haben schon ein paar Sachen umgestellt, aber so das Grundgerüst steht eigentlich so die letzten Jahre schon und so aufeinander aufbaut. Ja. Was glaubst du, war denn der Grund, dass es jetzt endlich dafür gereicht hat, dass du halt deine Top-Leistungen abrufen konntest? Gab es da vielleicht auch noch andere Faktoren, die du jetzt nicht genannt hast? Ja, ich glaube schon einfach, dass Biathlon ist ja extrem komplex oder wie alles im Leistungssport müssen viele Bausteine zusammenpassen. Auch das private Umfeld ist extrem wichtig, dass man einfach weiß, man hat da ist der Rücken gestärkt und das ist bei mir Gott sei Dank so, wo ich sehr glücklich bin. Und das muss alles zusammenpassen und spielt halt dann einfach alles zusammen. Und wenn dann alles zum richtigen Zeitpunkt einfach aufgeht, dann kämen halt vielleicht solche Ergebnisse heraus. Ja, du bist ja jetzt 24, also auch nicht mehr der Jüngste, kann man sagen. Und ich denke, da war es doch dann auch wichtig für dich jetzt langsam hier so gut abzuschneiden, oder? Bei der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man setzt sich schon selber so ein paar Ziele oder wo man mit welchen Leuten einfach sein möchte. Und es ist natürlich gut, dass die Deutsche jetzt so funktioniert hat. Das heißt leider noch nichts für den Winter, aber ich glaube, so der Grundstock ist jetzt erstmal gelegt. Auch, dass ich jetzt halt bis zum Winter erst einmal mit der Weltcup-Mannschaft unterwegs sein darf. Da, wo ich extrem viel lernen kann einfach. Und somit ist das jetzt erstmal eine gute Ausgangssituation. Ich denke ja mal, bei dir wird da auch IBU Cup dann auf jeden Fall sicher sein, oder? Ja, das ist bis jetzt so kommuniziert worden, wobei ja das dann erst im Januar losgeht. Ja, genau. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, Reise ist ein gutes Stichwort, denn dank deiner guten Ergebnisse bei der Deutschen Meisterschaft bist du ja jetzt in der Lehrgangsgruppe 1a
und hast das Ticket für Finnland wahrscheinlich schon. Mhm. Und ja. Wir können uns vorstellen, dass da halt echt eine spannende Zeit auf dich zukommt und das auch ein bisschen Veränderung mit sich bringt. Ne? Gibt es denn Dinge, die sich außerdem noch bei dir verändert haben? Also klar, du bist jetzt in einer anderen Trainingsgruppe und... Ja, also genau. Also ich bin jetzt auch in Ruppolding quasi bei der Weltcup-Mannschaft momentan dabei. Also wer vom Scheuerl Isidor, vom Co-Trainer, trainiert und bin halt Schemp, Simon und Kühn, Johannes in der Gruppe. Und klar, außerhalb, also wenn man da jetzt bei der Deutschen Meisterschaft gute Leistungen bringt, dann kommen zum Beispiel Leute wie ihr, die einen Podcast führen, auf und zu. Also weil man wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt oder halt, wie ihr vorher schon gesagt habt, der Name jetzt vielleicht noch nicht so präsent war. Ja, klar. Und das führt sich oder bringt das Ganze natürlich mit sich, was ja extrem schön ist. Und ich meine, letztendlich arbeiten wir ja für das, dass das dann alles eintritt. Somit, ja, passt das ganz gut. Ja, und da hast du jetzt die Chance, ne, dich endlich zu qualifizieren für das Weltcup-Team. Es gibt 2 Plätze noch und du streitest dich hier mit Erik Lesser, Simon Schemp, Johannes Donhauser und Roman Rees um diese 2 Plätze. Und hat man da nicht als doch noch recht junger Athlet, klar, ich habe eben gesagt, du bist nicht mehr der Jüngste, aber hat man da nicht trotzdem noch Respekt vor so großen Namen, die schon viel erreicht haben, wie Erik Lesser oder Simon Schemp? Ja, doch, auf jeden Fall. Man möchte Erna dann zwar natürlich ein bisschen einheizen, aber ich meine, die zwei haben extreme Erfahrungen, haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert oder einen hohen Stand im DSV natürlich. Ja, auf jeden Fall. Was ja absolut gerechtfertigt ist. Und letztendlich haben wir 2 Wochen Vorbereitung oder 1,5 plus 1 Testwettkampf. Und man versucht schon, glaube ich, dass das alles gesittet abläuft. Aber es wird schon so kommuniziert, dass einfach der Gesamteindruck über den Lehrgang zählt. Plus der Testwettkampf obendrauf. Somit ist jetzt jedes Training irgendwo schon auch, wo man sich ein bisschen präsentieren muss. Muss man da ein bisschen schauen, wie das gesittet alles ablaufen kann. Und wie läuft es bisher so in den Trainings? Ja, also ich bin durchaus zufrieden. Gut, jetzt haben wir ja noch nicht so den Vergleich oder noch nicht so den Druck, sage ich mal. Deswegen können wir da jetzt bis Finnland auf jeden Fall in Ruhe arbeiten und dann muss man einfach schauen, wie es weitergeht. Ich meine, die 2 Wege, die haben ja, also das passt ja für mich optimal. Also wenn es sehr, sehr gut läuft, dann hätte ich da meinen ersten Einsatz im Weltcup. Und wenn es halt vielleicht da jetzt nicht so reicht gleich vorne rein, dann weiß ich zumindest, dass ich wahrscheinlich beim IBU Cup eingesetzt werde, dann im Januar am Aber. Und ja, also das passt auf jeden Fall für mich. Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen gerade, aber okay. Können wir nochmal drauf alles aufbauen. Können wir nochmal drauf, ja. Ja, und es ist ja auch dein erstes Mal in der Lehrgangsgruppe 1A. Trainierst mit Simon zusammen, wie wir eben schon gehört haben. Du hast auch erzählt, dass es so ein bisschen schon dein Vorbild ist, oder, der Simon? Ja, doch, eben durch das, dass er ja bei uns am Stützpunkt ist. Ja. Und wir täglich singen. Aber tatsächlich außerhalb vom Biathlon habe ich eigentlich nur fast größeres Vorbild an Jan Frodeno. Habe ich mir fast gedacht, als du schon am Anfang Triathlon gesagt hast. Ich glaube, jeder, der ein bisschen im Triathlon verwurzelt ist, kennt den oder hat den als Vorbild. Genau. Um auf Simon nochmal zurückzukommen, du trainierst ja jetzt auch noch eine kurze Zeit eigentlich, also erst seit kurzem mit ihm zusammen. Gibt es auch schon so ein paar Punkte, die du bei ihm abgeschaut hast oder gibt es da was du dir bei ihm abschaust, was du mitnimmst? Ja, extrem. Also auf jeden Fall ist es extrem spannend zum Sehen, dass er am Training eigentlich keinerlei Zeit verschwendet. Also da gibt es nicht lange Trinkpausen oder fünfmal aufs Klo gehen oder verratschen, sondern da wird tatsächlich ab der ersten Minute, ab dem die Uhr gestoppt wird, wird voll fokussiert einfach gearbeitet. Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Also der ist zwar natürlich für jeden Spaß zum haben, aber im Training da wird dann schon strikt einfach gearbeitet. Und ich glaube schon, dass der Spaß auch natürlich dazugehört, aber da sieht man schon, was ihn einfach ausmacht und warum der dann letztendlich auch so gut ist. Und wenn du jetzt mal die Lehrgangsgruppen vergleichst, in denen du jetzt schon unterwegs warst, gibt es da auch Unterschiede, die du tatsächlich auch benennen kannst oder wie sieht das da aus? Ja, ich glaube, dass dieses strikte und vielleicht noch ein bisschen mehr fokussierte Arbeiten, dass sie das einfach da durchzieht im ganzen LGA1-Team. Also
Auch wenn wir waren einmal Bergrollen in der Ramsau und da wird der Benni zum Beispiel 10 Minuten vor dem Start schon nervös und richtet sie schon komplett her und zieht fast schon die Roller an, weil es da einfach auch irgendwie jede Minute zählt. Mhm. Und das unterscheidet sich schon nochmal. Also es werden einfach Ansagen gemacht und dann wird das Training einfach strukturiert und fokussiert einfach durchzogen. Und das merkt man schon so. Ja, das hört sich jetzt eine ganze Spur auch professioneller an, oder kann man das so betiteln, dass es nochmal eine Stufe professioneller ist? Ja, schon. Ich glaube zwar, dass das einfach das mitbringt, dass da halt jetzt an der Ramsau 10 Sportler dabei waren, die vielleicht alle auf einem relativ gleichen Niveau haben momentan. Mhm. Und wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann ist man halt irgendwie Letzter oder so. Also macht ja nichts, weil es ist ja Training und jeder hat ja mal einen schlechten Tag. Klar. Aber das merkt man schon, dass da halt das Niveau allgemein einfach ziemlich hoch ist. Mhm. Aber müsste es nicht irgendwie eigentlich umgekehrt sein, dass die Lehrgangsgruppen, die hinten dran sind, so ein bisschen mehr machen müssten, sage ich mal, um oben reinzukommen? Weil die wollen ja dahin, ne? Ja, schon. Aber ich glaube, dass da einfach so die ganze Atmosphäre seinen Teil dazu beiträgt. Ja, weil es halt einfach so das Weltcup-Team ist und das Auftreten, das färbt dann natürlich schon auch auf uns jüngere Sportler ab. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn ich jetzt halt quasi wieder eine Stufe in oder zurück im B-Kader kommen würde, wie ich mich dann verhalte. Aber letztendlich, wenn du oben da drin bist, dann hast du natürlich Respekt und ziehst da halt auch mit und möchtest dann auch mal genauso arbeiten und so rüberkommen. Ja, klar. Und wir wollen von dir natürlich auch wissen, wie du dich selber so einschätzt. Ne? Was denkst du, wie sind deine Chancen auf dem Weltcup? Das ist sehr schwierig zu sagen. Also, wie gerade gesagt, ich bin jetzt mit dem Training sehr zufrieden. Mhm. Treffe auch jetzt noch die meisten Scheiben. Das ist ja schon mal eine gute Ausgangssituation. Ja. Ja, was dann in Finnland ist oder wie dann der Testwettkampf läuft, das hängt ja auch wieder von ziemlich vielen Faktoren ab. Mhm. Ja, aber letztendlich, egal wo ich dann starte, möchte ich einfach wieder gute und konstante Rennen bringen, weil letztendlich ist ja Deutscher Pokal, die IBU Cup, Weltcup, überall das Gleiche. Du musst halt deine 10 Kilometer laufen und zweimal schießen oder halt dann angepasst, aber ist einfach, glaube ich, wichtig für mich, dass ich da wieder gute Rennen bringe, egal in welcher Liga. Wo siehst denn du jetzt so deine größten Verbesserungen im Vergleich zum letzten Jahr? Oder kannst du das überhaupt schon benennen? Merkt man das selber, dass man zum Beispiel schneller wird oder besser schießt oder so, mehr Scheiben abräumt oder ruhiger ist? Ich weiß es nicht. Ja, schon. Also ich habe schon gemerkt, dass ich über den Sommer einfach konstant gut schieße. Ja. Und wie ich vorher schon gesagt habe, das hat halt jetzt so die letzten Jahre einfach nach und nach aufgebaut. Und die guten Ergebnisse bringen natürlich dann vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein mit, was ja auch wieder gut ist, einfach für die Leistungen. Mhm. Aber ich habe mich tatsächlich, glaube ich, konstant in beide Bereiche, Laufen und Schießen, da ein bisschen vorarbeiten können. Ja, man sieht das auch wirklich gut bei dir. So, wenn man mal die Statistik durchguckt, so die alten Rennen, wo wir ganz am Anfang drüber geredet haben, da hast du noch relativ viele Fehler, ne? Mal so 3, 4, 5, 6 oder so. Mhm. Und bei den letzten, da hast du meistens so 0 oder 1 oder vielleicht mal 2 oder 3 hier und da, aber nur ganz wenig. Also meistens räumst du schon ab, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja, aber ich glaube, dass ich einfach so über die letzten Jahre ein bisschen Struktur reingebracht habe und habe auch so ein bisschen lernen können, was ich brauche, dass ich dann letztendlich gut bin. Ja, und das, glaube ich, bringt dann auch so ein bisschen die Erfahrung mit. Und vielleicht hat es mir tatsächlich nicht geschadet, dass die ersten Jahre jetzt vielleicht nicht ganz so gut waren. Mhm. Weil durch die Fehler lernt man ja ein bisschen. Ja, somit habe ich da einiges lernen können auf jeden Fall. Ja, wenn wir nochmal kurz in Richtung Finnland blicken, da gibt es ja gewisse Qualitätskriterien, die aber für uns noch nicht so ganz klar sind. Gibt es denn da schon Neuigkeiten, die du uns mitteilen kannst? Ja, ich habe tatsächlich erst gestern mit meinem Trainer in Ruppolding geredet, wie das dann so abläuft. Mhm. Weil, ja, wie vorher mal gesagt, es ist natürlich dann gefährlich, wenn es heißt, der komplette Lehrgang zählt so ein bisschen. Und dann hat man meinetwegen ein schnelles Training drauf und dann will jeder der Beste sein, weil da ja Zeiten mitgeschrieben werden und die Schießfehler. Mhm. Und das kann dann ziemlich schnell ins Uferlose führen, aber das Ganze wird dadurch geregelt, dass wir bei den schnellen Einheiten Laktat nehmen. Mhm. Und dann sieht man ja zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Roman Rees und mich vergleiche, wir beide müssen uns qualifizieren. Und angenommen, der Roman ist jetzt bei der Einheit auf 5 Kilometer 30 Sekunden schneller, hat aber einen viel höheren Laktat als ich, dann kann man das ja wieder so ein bisschen zumindest sagen, wie wir uns jetzt unterscheiden.
Und ich glaube schon, dass dann einfach so das Gesamtpaket wieder zählt. Also wie die Erfahrung vielleicht ist, was jetzt eher für die älteren Athleten spricht. Oder sie können ja sagen, hey, wir lassen jetzt mal die Jungen ran. Das ist halt dann auch vielleicht ein bisschen so, ja, Tagesform. Mal schauen. Magst du vielleicht auch noch kurz erklären, was es mit dem Laktatwert dann auf sich hat? Ist es dann so, dass die, ja, oder der geringere Laktatwert dann ein besserer Wert ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, prinzipiell ist ja schon so, je trainierter oder je fitter man ist, desto weniger Laktat bildet der Körper bei höherer Anstrengung. Also es heißt jetzt zum Beispiel, wir haben an Tag X eine schnelle Einheit, zum Beispiel 6x3 Kilometer im EB, also im Entwicklungsbereich. Und dann sagt der Trainer, Burschen, also Jungs. haben wir schon verstanden, ja. Verstehst du mir, ja? Ja, klar. Ab und zu kommt es beide Schluss natürlich. Dann sagt der Trainer, zwischen Laktat 3 und 4. Das ist so genau der Bereich, was man halt produziert im Entwicklungsbereich. Und dann kannst du genau sagen, der Schmuck Dominik hat Laktat 3 und Roman Rees hat Laktat 3,5. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, dass man da, oder wenig Unterschied, dass man da wirklich eine Aussage treffen kann. Aber interessant wäre dann schon, wenn der Wert so zwischen 1,5 und 3 Laktatanzahl Unterschied ist. Und das schätzt du dann auch selber ein, dass du nach 2 Kilometern denkst, oh, jetzt bin ich bei einem Laktatwert von 2 oder so. Also kann man das so einschätzen oder wie, woher weißt du, wo du bist dann? Ja, also über die Jahre schon. Okay. Mittlerweile kennen wir unseren Körper schon relativ gut, dass man jetzt weiß, so bei der Geschwindigkeit habe ich den und den Laktat. Mhm. Oder halt, man kann es natürlich auch durch den Pulswert steuern. Je höher der Puls, umso mehr Laktat normal. Aber es ist dann schon so richtig erfahrene Athleten wie der Cem Simon oder Denis Hermann, die können da dann genau sagen, zwischen 3 und 3,5, da treffen die genau die Zahl, was sie dann haben. Also man lernt da dann schon seinen Körper richtig gut einzuschätzen. Aber das verändert sich da auch über die Jahre, oder? Was? Entschuldigung? Das verändert sich doch dann auch über die Jahre und über die Trainingsumfänge und so weiter, genau, oder? Genau, das passt sich dann an. Also wie gesagt, je besser die Grundlage und je mehr Trainingskilometer und Stunden man hat, umso geringer quasi das Laktat. Und genau, also dazu dient ja die leistungsdiagnostische Untersuchung im Frühling und im Herbst immer, wo man dann quasi verschiedene Stufen am Laufband durchgeht und dann am Ende eine Laktatkurve erreicht hat und somit seine Werte fürs Training zur Steuerung einfach herausfindet. Ja. Mhm. Gut, das war dann auch unser kleiner Exkurs zum Thema Laktat. Ja, kommen wir wieder auf das zurück, was du nämlich eben schon vorweggenommen hast. Es gibt zwei Szenarien bei dir. Das erste ist ja, du qualifizierst dich jetzt für das Weltcup-Team und bist von Anfang an in Kontiolahti dabei, also eigentlich das perfekte Ziel für dich. Aber welche Ziele hast du dann genau für die Saison, beziehungsweise erstmal für den Saisonstart vielleicht? Also vor der deutschen Meisterschaft habe ich mir schon eigentlich allgemein erwünscht, mich erst einmal nur fürs EVU-Cup-Team zu qualifizieren, weil das ist mir jetzt über die letzten Jahre auch nicht so gelungen. Und dann über gute Vorbereitung einfach mal wirklich komplette EVU-Cup-Saison durchzuziehen. Das ist ja jetzt immer noch möglich oder sehr wahrscheinlich auch. Ja, wenn es jetzt in Finnland super läuft, dann muss ich natürlich schauen. Also es bereitet vielleicht schon oder mir jetzt vielleicht schon ein bisschen Respekt, wenn ich mir denke, hey, ich habe jetzt gerade die Möglichkeit und jetzt stehe ich eigentlich kurz davor. Aber ich muss ja dann natürlich, dass ich im Weltcup drin bleibe, da auch wieder extrem gute Ergebnisse erreichen. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig für mich gerade, von daheim, von der Wohnung, vom Schreibtisch aus zu sagen, wie das dann alles laufen wird. Aber letztendlich ist natürlich das Ziel, zumindest irgendwie mal heuer im Winter Weltcuprennen zu absolvieren. Ja, Basis dafür und einfach wieder, wie vorher gesagt habe, gute Leistungen und dann schauen wir, oder muss ich einfach schauen oder von Rennen zu Rennen schauen, wie es weitergeht. Ja, freust dich dann auch schon auf dein erstes Fernsehinterview? Ja, klar, schon. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlecht, dass ich mich für Interviews auch qualifizieren wird. Ach so. Ja, klar. Naja, aber erzähl mal, auf was freust du dich denn am meisten, so falls wir jetzt mal davon ausgehen, dass dein erster Weltcup-Start zustande kommt? Also im Normalfall, ohne Corona, würde ich jetzt sagen, auf die Zuschauer, weil das natürlich extrem motivierend ist. Mhm. Aber ja, ich meine, Weltcup ist einfach so das Ziel schon immer gewesen, dass man sich da oben im Weltcup halt festigen kann. Das ist ja letztendlich schon so Champions League bei uns und ich glaube einfach das Gefühl,
dann, wie gesagt, im Normalfall für die ganzen Zuschauer, das ist, glaube ich, schon das Coolste dann, was man da so erreichen kann. Oder halt auch natürlich auch einfach auf höchstem Niveau sich gegen die Gegner messen dann. Ja, das zweite Szenario hast du jetzt auch schon mehr oder weniger angesprochen, dass du dann im IBU Cup erstmal wärst und dich da ja auch festigen willst. Also das ist schon dein Ziel, ne? Dass du da die gesamte Saison dann mindestens läufst, wenn du nicht mal in einem Weltcup halt ausweichen müsstest. Aber ist ja erstmal auf Januar verschoben, der IBU Cup, ne? Also du hast wahrscheinlich erstmal Pause im Dezember, also so ganz so wird es ja nicht sein, ne? Ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwelche Rennen haben. Aber was hätte das für dich persönlich für Auswirkungen? Weil ich denke mal, du bist ja wahrscheinlich jetzt für den Dezember oder peaks schon so Richtung Dezember, oder? Mit deiner Leistung? Ja, schon. Also was ich jetzt schon merke, dass ich jetzt einfach so voll auf das Finnland fokussiert bin und mir tatsächlich für danach noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ja, das ist, glaube ich, so ja einfach gerade meine Situation, dass ich halt ja jetzt halt in dem System gerade drin bin. Und ich bin da schon so einer, der einfach halt dann das jetzt so macht, wie es halt gerade vorgegeben ist. Und dann, falls es jetzt nichts wäre in Finnland, dann bin ich Anfang Dezember, ja, sowas, wieder daheim. Und dann muss ich einfach schauen. Also was schon mal gut ist und gegeben ist, dass wir dann mittlerweile, glaube ich, Anfang Dezember auf jeden Fall Schnee in Ruhpoldinger haben, dass zumindest das Training abgesichert ist. Und dann, ja, geht das Ganze wieder von vorn los. Wieder trainieren bis im Januar dann hoffentlich die Wettkämpfe sind. Wobei, wie du gerade schon richtig gesagt hast, im Dezember wären ja dann trotzdem Rennen voraussichtlich. Ja. Deswegen, ja, wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Ja, klar. Aber es besteht ja auch noch die Möglichkeit für dich dann, ja, zum Beispiel der erste Nachrücker zu werden, ne, fürs Weltcup-Team. Würdest du dich damit auch zufrieden geben jetzt zuerst mal? Ja, sowieso. Wobei das tatsächlich jetzt noch gar nicht so kommuniziert worden ist. Ich glaube, das wird dann echt alles in Finnland einfach geschaut, wie wir uns verhalten und wie wir so drauf sind. Und dann wird letztendlich fürs Team einfach das beste, oder dann wird das beste Team einfach aufgestellt. Wie da dann genau die Kriterien sind, das muss man dann einfach, glaube ich, in Finnland schauen. Ja. Würdest du denn bei einem IBU-Cup-Start trotzdem noch so vielleicht die WM auf der Pokljuka mit so ins Auge fassen? Eher dann, glaube ich, die EM in, wo ist die genau nochmal? Kann ich jetzt auch nicht sagen. Kann ich gerade auch nicht sagen. Ich glaube, Dudzniki in Polen. Ja, also eher dann Richtung EM. Schauen tatsächlich. Also ich meine, man sieht es ja so ein bisschen in den letzten Jahren, zum Beispiel Lukas Fratscher, wo er im IBU Cup richtig, richtig gute Ergebnisse abgeliefert hat. Der hat ja danach ein paar Mal einfach einen Weltcup-Einsatz bekommen. Und sowas in die Richtung, das wäre schon für mich jetzt ein bisschen so der Traum, einfach über den IBU Cup dann tatsächlich sich hochqualifizieren und dann einfach konstant wieder besser werden. Ja, und du hast eben gesagt, auf deinem Weg hattest du immer viele Unterstützer, viele haben den Rücken gestärkt und du warst ja bisher immer so der Wechsler zwischen Deutschlandpokal, IBU Cup und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie ist denn eigentlich so das Leben, wenn man noch nicht zu den ganz Großen zählt, ne? Also sprich, man verdient ja dann nicht so viel Geld wie jetzt so ein Weltcup-Athlet, die Preisgelder sind wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ja, überschaubarer und man hat ja auch immer diesen Leistungsdruck im Nacken, dass man irgendwie nach oben kommen will. Ne? Du hast ja auch anfangs gesagt, dass du, als du noch jung warst, relativ viele Probleme damit hattest, aber kannst du uns mal so einen Einblick geben, wie das bei dir aussieht oder so? Ist das schon ausreichend, um sich da so seinen Lebensunterhalt mit zu finanzieren? Ja, doch, das tatsächlich. Durch das, dass mir der Großteil bei einer Behörde angestellt ist, ja. Und da ganz normales Gehalt verdient. Okay. Das Ziel ist auf jeden Fall, also wir nagen jetzt nicht am Hungertuch, aber es sind jetzt nicht die Unsummen, wie du es gerade gesagt hast. Und durch das einfach den Rückhalt eben durch meinen Arbeitgeber Bundespolizei, wo ich einfach abgesichert bin und wo ich ja immer gewusst habe, wenn es jetzt nichts wert beim Leistungssport, habe ich nebenbei einfach eine Alternative. Natürlich die Eltern, die ja sehr große Unterstützung darstellen. Ja. So wird das ganze System da ein bisschen getragen, wenn man jetzt noch nicht ganz unten drin ist. Hast du denn auch gewisse Leistungsnachweise zu bringen bei der Bundespolizei oder bist du da einfach sicher drin? Nee, da wird schon von Jahr zu Jahr einfach geschaut, wie ja die Perspektive ist. Und da habe ich Gott sei Dank immer auch den Rückhalt von meinen Trainern gekriegt, die halt einfach die Trainingsleistungen gesehen haben und auch geschätzt haben.
ich habe schon ein, zwei Mal quasi Zielsetzungen bekommen für die Saison, habe die dann aber auch immer erfüllt. Ja. Und ja, somit habe ich da über den Rückhalt einfach gehabt. Wie sieht denn das mit den Preisgeldern aus? Gab es für deine Titel bei der Deutschen Meisterschaft da irgendwas? Nein, leider nicht. Also gar ist nicht. Dann international, okay. Erst. Mhm. Genau. Also erst dann IBU Cup oder wie? Deutschen Pokal auch noch nichts? Alpencup? Deutschen Pokal auch noch nichts. Nee. Da braucht man schon einen guten Sponsor. Ja, okay. Nein, weil da einfach die Reichweite ja nicht gegeben ist. Mhm. Und das halt einfach die dritte Liga ist. Das ist jetzt tatsächlich nicht so interessant für die Firmen. Ja, klar. Ja, Dominik, man konnte auch in den letzten Tagen und Wochen wieder sehen, dass viele Athletinnen und Athleten ihre Gewerkschaft neu gestaltet haben. Zum Beispiel Johannes Tinnisbø oder Emilien Jacquelin. Aber auch Erik Lesser waren oder sind noch auf der Suche nach einem neuen Design. Wie sieht das denn beispielsweise bei dir aus? Kannst du da auch so frei darüber entscheiden? Ja, wie oft macht man das als Athlet, wie du einer bist? Ja, also grundsätzlich kann man frei darüber entscheiden. Mhm. Ja, so wie die Weltcup-Leute, die, oder wie du gerade gesagt hast, Johannes Tinnisbø oder so, glaubt, dass die fast jedes Jahr die Waffe lackieren. Mhm. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel man über den Sommer an der Waffe ändert, weil da ja ziemlich viel rumgeschliffen und geklebt wird. Mhm. Ich habe jetzt meinen Schaft tatsächlich den Sommer über so lassen. Somit habe ich ja die gleiche Lackierung. Mhm. War zwar schon so im Junior- und Jugendbereich, war nicht, der fast auch jeden Sommer lackiert hat, aber mittlerweile habe ich mir auf das so ein bisschen eingefahren. Und ja, wenn jetzt keine großen Veränderungen dazukommen, nächstes Jahr, dann werde ich da wahrscheinlich nichts machen an der Lackierung. Außer es kommt mir ein cooler Vorschlag für euch. Ja, wir werden uns was überlegen. Überlegen wir mal was, genau. Musst du das dann selber bezahlen oder kriegst du das auch gestellt? Nee, das wird selber bezahlt. Also Sportmaterialien, Munition, Skiroller, Ski und so, das wird natürlich gestellt. Aber jetzt so Spielereien, so private, sage ich mal, das wollen wir dann schon selber finanzieren. Womit muss man da rechnen, wenn man jetzt so einen neuen Schaft braucht? Einen kompletten Schaft, also... Ja, ich denke mal, ihr lackiert ja meistens nur, ne? Also ihr macht die alte Lackierung ab und wahrscheinlich eine neue drauf oder so. Ja, also nur lackieren, das ist jetzt nicht so teuer. 150 Euro, 200 Euro. Okay. So in dem Dreh. Manche machen es auch selber, also es ist jetzt auch ein Hexenwerk, das ist ja prinzipiell Holz. Den Schaft, den ich habe, der ist mit Carbon überzogen und da kann man, wenn man ein bisschen Ahnung hat oder sich da ein bisschen reinfuchst, dann kann man das auch selber machen. Okay. Ich meine, ich erinnere mich gerade daran, wo Johannes Tinnisbø in der Garage irgendwie seinen Schaft aufgehangen hatte. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr gewesen ist oder letztes Jahr. War, glaube ich, letztes Jahr. Ja, da hat er selber lackiert, da erinnere ich mich gerade dran, ja. Ja, wenn die Waffe einfach einfarbig ist, dann ist, glaube ich, jetzt nicht so das Hexenwerk, aber wenn man dann irgendwas mit Airbrush oder so will, dann sollte man es doch lieber machen lassen. Ja, klar, da sollte man schon ein Händchen für haben, ne? Ja. Aber Dominik, erzähl uns doch mal, was machst du so, wenn du nicht gerade auf Skirollern stehst oder auf Skiern im Winter und mit dem Gewehr unterwegs bist? Ja, tatsächlich. Der Großteil ist ja einfach Training oder außerhalb vom Training ist das alles ziemlich auf den Leistungssport einfach ausgelegt. Mhm. Natürlich freue ich mich dann auch mal abends was mit Freunden zu machen, am Wochenende auch, oder halt mit der Freundin einfach ein bisschen Abstand zum Gewinnen vom Sport. Ja. Das habe ich eben auch gemerkt über die letzten Jahre, dass man dann nicht zu verkopft sein darf. Dann am Ruhetag vielleicht auch nochmal eine Einheit einschieben, weil man meint, das bringt jetzt auch noch was, sondern halt dann auch die Sache immer gut sein lassen. Aber natürlich, Großteil ist einfach auf den Sport ausgelegt. Und wenn ich jetzt nicht beim Langlaufen bin, dann bin ich auf dem Rad unterwegs oder so. Also das ist schon der Großteil einfach in die sportliche Richtung ausgelegt. Bist du denn auch am Ruhetag dann aktiv oder ist das so ein Tag, wo du dann auch wirklich nur auf der Couch hängst oder so und auch wirklich nur regenerierst? Ja, mein größtes Problem ist dann, dass ich daheim in der Wohnung immer ziemlich viel aufräume und hinterherräume irgendwie. Das halt so im Trainingsalltag daheim bleibt oder irgendwo wo liegen bleibt. Ja. Das staut sich dann immer so ein bisschen über die Woche an und am Wochenende ist dann Aufräumtag. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert leider. Ja. Aber ja, wie gesagt, meine Freunde, die zieht mich dann schon mal raus zum Spazieren oder am Berg oder so, da hat sie dann die Kontrolle drüber. Also doch wieder aktiv unterwegs, ja. Ja, meiste Zeit schon. Ja, es ist Zeit für unsere Kategorie, Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und Specials. Und wir legen direkt los. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
tatsächlich jetzt so nicht. Vielleicht mit dem Trainer, ja, High Five vom Start. Ja. und das bestmöglich nach dem Rennen auch nochmal. Ja. Genau. Aber das ist jetzt nicht schlimm, wenn es vorher nicht passiert oder so, dass du dann denkst, oh, heute läuft es nicht oder so. Nein, nein, okay. Also da bin ich nicht so verkopft dann zum Glück. Ja. Aber wenn es gerade anbietet, dann nimmt man es natürlich mit. Genau. Hast du einen Lieblingsort im IBU Cup oder wo auch immer du bisher unterwegs warst? Tatsächlich, Lenzer Heide finde ich richtig, richtig schön. Mhm. Also auch von der Umgebung. War nicht, ob ihr da schon mal wart. Bis jetzt noch nicht, ne. Nee. Okay. Nee, aber Lenzer Heide oder Martell so in die Ecke ist schon richtig schön, ja. Oder Rittnauen auch, wo heuer das IBU Cup Finale wäre. Genau. Ja, okay. Hast du eine Lieblingsdisziplin? Also jetzt Schießen oder Laufen oder Sprint? Nee, Rennformat, genau. Okay, Rennformat. Ja, doch, tatsächlich Sprint. Also nicht so viel Schießen, dass man die Konzentration nicht so lange aufrechterhalten muss. Mhm. Und ja, weil das ja schon die aggressivste Form einfach vom Rennen ist. Deswegen Sprint. Ja, und gibt es auch am häufigsten, ne? Also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Bietet ja. Aber jetzt darfst du loslegen, stehend oder liegend schießen? Oh. Momentan liegend schießend. Okay. Das ändert sich ja immer so ein bisschen, aber ja, doch, Großteil eigentlich liegend schießen. Okay. Habe ich irgendwie momentan auch ein bisschen das Gefühl. Mhm. Genau. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Allgemein das Sportler-Dasein, weil es ja doch einfach so ein bisschen nicht alltäglich ist, so unser Leben. Und das taugt mir einfach allgemein sehr, sehr gut. Und halt dann einfach der Vergleich international und tatsächlich so die Standardantwort, glaube ich, im Biathlon, einfach die Abwechslung halt zwischen dem Laufen und dann das Hochkonzentrierte am Schießstand. Ja, haben wir an dieser Stelle schon häufig gehört. Ja, es tut mir jetzt leid, dass ich da nichts Neues bieten kann. Aber nee, ist doch okay. Ja, passt schon. Alles gut. Ist ja deine eigene Meinung, ne? Also gibt es denn irgendwas, was du schlimm findest oder was dich nervt oder so am Biathlon oder an deinem Alltag, Trainingsalltag, Wettkampfalltag? Ja, tatsächlich ab und zu mal so das Unterwegssein dann, vor allem am Ruhetag, weil es ja schon so ist jetzt im Trainingslager oder auf, so wie letztes Jahr in Minsk bei der EM, wenn du dann mal ein, zwei Ruhetage hast, wo du ja brauchst, aber da kannst du jetzt vielleicht nicht ganz so viel machen, da kann ich zum Beispiel nicht daheim die Wohnung aufräumen, wo ich ja dann schon ganz gerne mache. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, ich mag jetzt nicht sagen, als Negative, aber vielleicht so mit das Schlimmste, so für mich jetzt gerade. Okay. Mhm. Genau. Dein schönster Moment im Biathlon bisher? Ja, das Wochenende natürlich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft. Ja, klar. Wo ich so einfach für mich so ein bisschen der Knoten aufgegangen ist. Mhm. Aber auch so Rennen wie letztes Jahr Martell, wo ich zwei Wochen mit dem IBU Cup dabei war, wo ganz gut gelaufen ist. Und da hat auch, so wie ich vorher schon mal gesagt habe, einfach alles so ein bisschen zusammenpasst. Ja. Und ja, so Ereignisse oder so Rennen, das behält man sich dann schon ganz gern. Wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon? Ja, auf jeden Fall Simon Schemp. Und aus Norwegen Johannes Tinges Bø. Oder Fillaume Maillet aus Frankreich. Ah, ist echt? So, ja, warum so überrascht? Ja, das haben wir noch gar nicht gehört, Fillaume Maillet. Aus Frankreich hätten wir auch jetzt eher wen anders erwartet. Ja, genau. Ja. Na, aber ich finde, das ist auch ganz interessant, wenn man so ein bisschen, wenn die einfach so ein bisschen neues Biathlon rüberbringen oder halt irgendwie so eine eigene Art von Biathlon umsetzen und damit erfolgreich sein, das finde ich immer ganz cool eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Frage haben wir eigentlich schon geklärt, beziehungsweise hast du schon vorweggenommen. Vorbilder außerhalb vom Biathlon? Ja, Jan Frodeno. Genau. Doch dein einziges Vorbild oder hast du da noch mehrere? Nein, das ist jetzt so, also recht viel mehr, da gibt es eigentlich tatsächlich nicht mehr dran. Ja. Okay. Genau. Weißt du denn, was du heute machen würdest, wenn du gar nicht erst zum Biathlon gekommen wärst? Wahrscheinlich Triathlon. Oder sagen wir so, wenn du gar nicht erst zum Profisport gekommen wärst oder zum, ja, ach so, generell okay, zum Sport. Ja, also ich glaube schon, allgemein wäre ich in die Sportrichtung gegangen, aber jetzt dann wahrscheinlich nicht als Leistungssportler direkt selber Sport machen, sondern vielleicht so ein bisschen in die Entwicklung, Produktentwicklung von Sportgegenständen oder einfach so ein bisschen am Material mitarbeiten in irgendeiner Form, weil mich das schon immer sehr interessiert.
Ja, und ich habe es auch schon mal zu meinem Salomon-Vertreter gesagt, dass mich das irgendwie aber fasziniert, wenn die halt neue Produkte rausbringen. Ganz extrem bin ich auch bei Rennrädern, da, das fasziniert mich irgendwie. Mhm. Und wahrscheinlich sowas in die Richtung dann. Das hört ja schon so Richtung Ingenieurstudium an, oder? Ja, tatsächlich. Aber durch das, dass ich so von der Schule raus zur Behörde, Leistungssport, habe ich da jetzt tatsächlich auch nie irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen. Und so meine Ausbildung hat ja das mit sich gebracht, dass ich eben jetzt die Ausbildung bei der Bundespolizei abgeschlossen habe. Und ja, alles andere, was sich dann entwickelt, nebenbei, ist natürlich ziemlich cool dann. Ja, klar. Genau. Dominik, beende diesen Satz. Ich würde niemals meine Ski nicht übersommern, also quasi einwachsen über den Sommer. Also die Ski werden ja immer abgezogen quasi. Ja, ja, klar. Und da ist Materialpflege natürlich auch sehr wichtig, wo ich glaube ja meistens ein bisschen zu penibel bin, aber das ist dann schon wichtig. Ja. Ja, genau. Machst du dann am Wochenende am freien Tag oder so? Genau. Ja. Das bringt das halt auch mit sich, wenn man noch nicht im Wettkampf ist, dass man die Ski meistens nur selber machen muss. Mhm. Aber ist ja nicht schlimm. Macht man ja, ja gerne. Klar. Lernt man ja auch was. Aber stell dir jetzt vor, du kannst dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, was würdest du nehmen und von wem? Tatsächlich von, ja, Martin Foucault, Lauftechnik. Einfach wie er halt auf dem Ski steht und immer sehr elegant, ja. Ja, sehr elegant und man merkt halt auch durch die Körpersprache, dass er einfach so der Chef war im Biathlon. Ja. Und das, ja, ist natürlich schon sehr interessant und inspirierend, wie er das alles umgesetzt hat. Das war's? Willst du nicht sonst noch irgendwas nehmen? Im Biathlon muss also man auch schießen. Ich habe jetzt gedacht, eine Sache. Nee, also du darfst ja jetzt schon so die Attribute, die du wichtig findest, raussuchen und dann halt so den besten oder die beste Athletin dafür. Deiner so, Meinung nach? Zusammensetzen. Genau. Ja, also wie gesagt, eben einmal das Läuferische von Martin Foucault und dann so ein bisschen die Schießtaktik von Thierry Bö, weil die ja doch ziemlich angepasst ist, einfach auf das Rennformat oder teilweise auch, wie sie die Konkurrenten verhalten und man schon ab und zu sieht, wie er am Schießstand einfach was riskiert. Geht zwar auch nicht immer ganz so auf, aber natürlich durch die läuferische Stärke kann er das ganz gut ausbügeln. Ja. Aber allein so die Herangehensweise am Schießstand ist schon, ja, wird mir schon auch gefallen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Vielleicht, dass jeder Mensch so ein bisschen ein Stück weit wieder so, ja, Grundsätze vielleicht ein bisschen mehr hervorruft, dass man sich auch gegenseitig helfen kann oder hilft letztendlich. Ja, weil es ja doch momentan schon so ein bisschen eine Zeit ist, wo halt die Welt oder die Bevölkerung so ein bisschen zerrissen ist und einfach, dass man wieder so ein bisschen zum Ursprung zurückkehrt, dass man einmal merkt, wie gut es uns eigentlich geht letztendlich. Ja, und dass da halt vielleicht noch ein bisschen was anderes ist außerhalb von Streiks und. Also so die Zerrissenheit wieder ein bisschen rückgängig machen kann. Ja, guter Punkt. Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze vielleicht sogar durch Sport unterstützen. Ja. Also weil es ja doch auch verbindet und ja, auf jeden Fall. Klar, ja. Wenn wir draußen unterwegs sind, dann zählt jede Sekunde und der Kampf gegeneinander. Aber ich glaube, man merkt schon so im Sport allgemein, dass halt da das einfach auch eine große Familie ist und da auch im Ernstfall einfach jeder für den anderen da ist und dass man das vielleicht so ein bisschen auf die Bevölkerung umwünschen kann. Ja, im Biathlon auf jeden Fall, im Fußball jetzt vielleicht nicht so. Ja, stimmt. Ja, aber, sagen. Aber wenn man sieht, so die Fans und so im Backup sind auch für unterschiedliche Nationen, aber ich meine, die feiern dann auch trotzdem alle miteinander und haben da auf jeden Fall Spaß und ja, ist doch immer wieder schön, das einfach zum Sehen. Ja, auf jeden Fall. Also der Erste wird auch meistens immer gefeiert im Ziel oder so im Weltcup, ne? Also ja, egal welche Nation, ne? Genau, ja, von jedem Fall. So. Also das sieht man, glaube ich, sonst selten im Sport. Ja. Und damit sind wir auch soweit durch. Kannst aber noch erzählen, wo man dich finden kann, wenn man mehr über dich erfahren will? Ja, auf jeden Fall auf Instagram. Also der wird es mir ja dann hoffentlich eh verlinken. Ja, natürlich. Ja. Ja, das ist eigentlich so momentan so meine einzigste Plattform, wo ich nach außen trete.
Aber wenn ich natürlich mich dann doch mal so mein Ziel umsetzen kann und im Weltcup festigen kann, dann werden da wahrscheinlich auch noch andere Kanäle dazukommen, hoffentlich. Mhm. Aber momentan am besten über Instagram. Ja, damit würde ich sagen, sind wir mal gespannt, wo die Reise für dich hingeht, IBU Cup oder Weltcup. Vielleicht sieht man dich ja dann auch schon in Oberhof, wenn denn auch Fans dann zugelassen sind. Ne? Ansonsten halt vom Fernseher. Hoffentlich. Und wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und jetzt kennt man dich auch ein bisschen besser, würde ich sagen. Ne? Ja, vielen Dank für eure Zeit und euch auch. Schönen Winter auf jeden Fall. Ja, danke. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Perfekt. Und gleich hört man sich dann nochmal wieder. Genau, sehr bis gerne. Dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Dominik Schmuck gefallen. Wenn du mehr über Dominik erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram und begleite ihn auf seinen Weg nach Finnland. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.